Die wahre Offenbarung ist die Stille, hat Lautze mal gesagt. Aber Stille finde ich ein bisschen langweilig, deshalb habe ich euch einen Text mitgebracht. Ja. Er trägt den Titel Superheld. Einige von euch werden es bereits gemerkt haben oder werden es spätestens jetzt merken. Ich habe Superkräfte. So wie Superman, nur dass ich keine Strahlen aus meinen Augen schießen oder fliegen kann. Meine Superkräfte sind viel mehr Underground. Mehr so Robin Hood. Meine Superkräfte. Ich kann S und Z lauter Zukunft sprechen wie beim Panzer. Jedoch muss ich mich dafür nicht anstrengen. Ich habe diese Superkraft von Mutter Natur direkt in die Gene gelegt bekommen, während Paul Panzer nur so tut, als hätte meine Superkräfte. Paul Panzer ist ein Blender. Wenn ich S oder Z lauter ausspreche, dann kann ich den Sabber in meinen Mundwinkeln sammeln und in meiner zu kurzen Zunge auf die Bösewichte dieser Welt ballern, sodass diese etwa kleben, dann von innen aufblähen und schließlich mit einem finalen Klatschen ihre Einzelteile zerplatzen. Wie ein gigantischer Furzmissblätter-Effekt. Mein Logo ist ein überdimensionaler Sabbertropfen, der über einer zu kurzen Zunge droht. Ein strahlend weißer Umhang schließt sich im Nackenbereich an meinen ultrakörperbetonten, himmelblauen Superheldenanzug an. Mein Name, Lispelman. Ich stehe in meinem übermännlichen Superhelden-Outfit auf dem Dach des Studentenwohnheims, in dem ich wohne. Im Hintergrund läuft Monster von Lady Gaga. Der Wind spielt rebellisch mit meinen Haaren und meinem Umhang, während ich mit super selbstbewusstem Blick die Gegend nach möglichen Mobbern, Dissern und Schlechtwettertypen absuche. Der Sabber in meinen Mundwinkeln und meine zu kurze Zunge sind mein Radar. Sobald ein böser Bube sich in meiner Nähe befindet, beginnt der Sabber in meinem Mundwinkel neonfarben zu leuchten und meine zu kurze Zunge fängt an zu vibrieren. Alles geht auch ziemlich schnell und man hört beim Aufprall des Speichels nur noch Platsch, Platsch, Zerplatsch, die umherfliegenden Gedärme und sonstigen Körperteile der zerplatzten bösen Mädchen und Jungs perlen von meinem Anzug nur so ab wie Wasser von einer hydrophoben Oberfläche. Ich bin einfach unfassbar unantastbar. Frauen fahren voll auf meine Superkräfte ab. Du klingst so französisch sexy, wenn du sprichst. Sagen sie mit klippernden Augen und hochgerüsteten Dekolletés. Sie zeigen mir, dass sie auch Französisch verstehen und werden von mir ebenfalls nicht enttäuscht. Doch, alle Schönheiten dieser Welt können mich nicht von meiner heiligen Mission ablenken. Die bösen Wichte, die andere Menschen aufgrund ihrer perfekten Unperfektheit diskreditieren, zum Zerplatzen zu bringen. Meine Familie weiß von meinem Superhelden-Dasein. Mama ist stolz, Papa ist stolz, mein kleiner Bruder gibt mit mir an, Oma trägt mein Fanshirt. Sie hat 23 davon in unterschiedlichen Farben. Opa hat sich mein Logo auf die Stirn tätowieren lassen. Er sagte mal, hättest du gelebt, als ich jung war, wäre Hitler schon im Keim erstickt worden. Höchste Auszeichnung. Hat er wirklich gesagt. Mein größter Erzfeind neben Paul Panzer, der Zombie Hulk, der mich dazu zwingen wollte, das Wort Zombie aufzusprechen, damit ich an meinem eigenen Sabber ertrinke und gleichzeitig einen Zungenkampf sterbe. Er hatte keine Chance. Ich trage seinen demolierten Kopf, der im Gegensatz zu seinem Körper nicht zerplatzt ist, als Trophäe um den Hals, sowie der Armbrusttyp aus der Serie The Walking Dead, die Zombie-Ohren. Paul Panzer ist ebenfalls schon zerplatzt. Ich habe ihn durch einen humanoiden Roboter ersetzen lassen, damit es nicht auffällt. Irgendwann werde ich ihn abschalten. Aber meine Mission ist dann lange noch nicht vorbei. Merkt euch einfach, wenn euch jemand wegen eurer vermeintlichen Unperfektheit abwerten sollte, lispelt einfach ein paar Z- oder S-Laute und Lispelman wird kommen und euch helfen. Ihr hört es am Platz sauber. Dankeschön.